Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Süßigkeiten-Schnelltest. Ich habe für euch heute nämlich die Wonderballs, die neuen Soft and Crunchy. Was bedeutet das? Wir haben hier einmal einen Doppelpack, 5er Doppelpack, mit jeweils zwei Kugeln drin. Und bei den neuen ist es nämlich so, dass die kann man entweder lutschen oder kauen. Und je länger man die lutscht, verändern sich hier die Farbe. Khan hat die Wonderballs oder die riesen Wonderballs schon mal probiert und die aufgeknackt. Ich habe mich vorsichtshalber auch mal bewaffnet. Ich habe hier mal eine kleine Säge und auch hier nochmal mein Werkzeug mitgenommen. Falls ich die nicht aufschneiden kann mit einem normalen Messer, kriegen wir es heute damit hin. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir doch mal direkt an. Wo ist mein Messer? Also ich habe die Teile selber noch nicht probiert, die Wonderballs. Und bin deshalb umso mehr gespannt, wie das Ganze hier schmecken wird. Also die sind auf jeden Fall schon mal sehr hart. Man kann die nicht eindrücken, wie bei anderen Kaugummis oder so. Ich nehme mal kurz mal hier alle raus. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal die hier. Die riechen auch schon sehr fruchtig. Ja. Also wie ihr schon hören könnt, die hören sich schon so wie kleine Murmeln schon an. Die sind schon doch verdammt hart. Ich versuche mal hier eins aufzuschneiden. Ja, das wird ein bisschen länger dauern. Ich glaube, aufsägen ist auch keine gute Idee. Freunde, bitte nicht nachmachen. Naja, so gut bin ich auch nicht durchgekommen. Dann machen wir es ein bisschen anders. Oh, das ist hier zu klein. Freunde, dann würde ich sagen, nehmen wir eine Wasserrohrzange. Das dürfte definitiv damit gehen. Könnte besser gehen. Das darf ich die Kamera nicht kaputt machen. Das wäre blöd. Dann gucken wir doch mal. Ups. Und damit ist das schon direkt durchgekriegt. Also ich habe erst gedacht, dass da doch verschiedene Schichten sind. So sieht das Ganze von innen aus. Okay, ich versuche das hier mal hier rauszupulen. Denn mich interessiert gerade nur die äußere Schicht. Das innen drin ist halt hier Kaugummi. Ah, ich glaube, das wird nichts. Also ich habe keine Ahnung, ob jetzt noch verschiedene Schichten drunter sind, weil die ja angeblich hier die Farbe ändern sollen. Ich werde das mal einmal so probieren. Die sind sehr lecker. Sehr süß. Auf den ersten Geschmack erinnert mich sehr stark an diese Kaugummis aus dem Automaten, die man so rausziehen kann. Vom Geschmack her. Gar nicht so schlecht. Finde ich sehr gut. Ich werde jetzt mal so eins probieren. Das ist das Gelbe. Und wir erstmal dann das hier versuchen wegzulutschen und zu gucken, ob hier noch wirklich eine andere Farbe kommt. Also die sind schon sehr riesig. Also eine andere Farbe kommt gerade bei mir nicht. Ne. Leider nicht. Das dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lange, aber ihr könnt ja schon sehen, dass ein bisschen Farbe weggegangen ist. Aber ich dachte, da wäre jetzt irgendwie was Grünes drunter oder so. Vielleicht kann das, es könnte sein, dass es natürlich bei den anderen Kaugummis ist, aber jetzt hier bei den Wonderballs nicht. Aber Freunde, ich muss euch sagen, geschmacklich sehr intensiv, sehr lecker und sehr gut. Und... Ach, sieht doch mal an. Ah, es sind sogar verschiedene Sorten. Jetzt kommt... Ah, okay, jetzt check ich es erst. Wir haben hier einmal süß und sauer, das steht hier jeweils an den Seiten. Dann haben wir hier einmal die Original. Dann, hier ist auch wieder Original. Das ist hier auch Original, okay. Und das müsste dann auch wieder süß und sauer sein. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Es gibt hier wohl zwei Geschmacksrichtungen. Einmal hier, wie gesagt, süß und sauer. Und einmal die Originalen. Ich habe auch hier die Originalen erwischt. Dann würde ich sagen, probieren wir doch auch mal die süß und sauren.
Das lege ich mal wieder weg. Ja. Das sind die sauren und man sieht auch schon, dass sie von der Oberfläche her ein bisschen rauer sind. Im Gegensatz zu den anderen. Die waren da, sind da schon ein bisschen glatter. Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir mal direkt los. Okay. Okay, es ist gerade das Äußere ist nur ein wenig sauer. Ich habe Orange auf jeden Fall erwischt. Ich beiß jetzt mal da rein. Okay. Es ist keine saure Füllung drin. Also süß sind die auf jeden Fall, aber sauer gar nicht. Da bin ich nichts anderes gewöhnt. So, jetzt habe ich aber komplett kaputt gemacht. Also wie ihr sehen könnt, ist es keine Füllung drin, es ist von innen hohl. Also Freunde, sauer ist es nicht. Aber süß. Aber schmeckt auch sehr gut. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn das Video nicht so cool war, könnt ihr auch natürlich einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole, fresh Videos mit uns schauen wollt, könnt ihr uns auch gerne ein Abo da lassen. Ja, das war's von meiner Seite aus, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, tschüss!